Diese Aussicht hier auf den Hafen, die habe ich ja auch noch gar nicht gehabt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Schön, sieht doch gut aus. So, der Sennert und ich, morgen fährt er ja. Wir wollen noch mal einen kurzen Nachmittag hier im Hafengebiet verbringen. Und oh, da hinten die Berge, da gucken die schneebedeckten Gipfel von den anderen Bergen, die dahinter sind, raus. Und da sieht man ja auch, ne, wenn man so in den Blickwinkel hinten da über die Berge, das sind keine Wolken, das sind schneebedeckte Gipfel der Berge, die dahinter sind. Hier ist das jetzt das Hafenviertel, ne? Und da geht's hier runter und da sind überall Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Und überall noch kleine hier Querstraßen, ne? Viele, die hier schon Urlaub gemacht haben, die werden das kennen, ne? Hunderte Geschäfte hier und kleine Cafés, kleine Restaurants, ne? Also Hammer. Hier mal gleich so zum Anfang so ein Bild, ne? Wo da die Leute durchgehen, dahinter gleich auch alles wieder Geschäfte, 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 ne? So sieht das überall aus hier. Guck da, die Straße jetzt in dieser Blickrichtung, so weit wie das Auge reicht. Geschäfte, Geschäfte, ne? Und links und rechts immer Querstraßen und auch Geschäfte, Restaurants und so. Sieht überall so aus wie hier. Ich will noch ein bisschen Geld runterholen. Ne? Heute ist ein bisschen klamm. Und da um die Ecke noch geht es gleich zum Rafsa. Ne? Hier ist die Zieradbank hier vorne. Und hier, wir wollen im Rafsa was essen. Ja, und ihr seht immer überall die kleinen Quergänge, ne? Und überall dann Läden, Restaurants. Ja, wir sind jetzt hier im Rafsa, ne? Aber die Mittagszeit ist schon vorbei. Rafsa, genau. Und hier, deswegen ist ruhig und leer. Ne? Ne? Und jetzt hier können wir essen. Das ist für uns beide. Aber eins langt ja nicht. Sollen schon zwei herbringen? Nee, ja, sag wenn das leer ist, dann bringen sie ein neues. Hä? Wenn das leer ist, bringen sie ein neues. Ja, ja. Sollen gleich zwei bringen. Also hier das Brot, ne? Und dann da zum Ditschen. Ne? Ist das schon da? Oh. Jetzt ist das zweite Brot. Verbrannt. Das erste ist schon weg. Und jetzt ist es heiß. Oh, verbrannt. Aber gut, ja, lecker. So, Bombe. Also, kannst du empfehlen. Hammer. Das zweite Brot fast weg. Und dann hier frisch gepressen. Mit. Ja. Bei dir. Oh. Feuer. Ja, ist Türkei. Ja, ist alles möglich. Ui. Ich rufe aber. Ja, Wahnsinn, ne? Jawohl, Wahnsinn. Mit dem Feuer unten drunter. Lecker, lecker bei der Ramsa-Bäcker. Und jetzt mal zu sehen, Fokus, wie das rüber schießt. Abra, jetzt, Kadabra. Zack, rüber. Okay. Sehr schön, ne? Und kocht super. Immer noch kochen. Warte, mein Brot, Ekmek. Ja, ich hätte ja noch mehr Ekmek. Ekmek, kein Problem. Ich wollte mein Brot mitnehmen. Ist ja nix da. Boah, schaut mal. Wahnsinn. Also Ditschen mit dem Brot, die Idee ist auch nicht schlecht. Lecker. Mal probier. Ja, probier. Ich krieg ja mal gleich meinen Döner. Also ich esse immer am liebsten hier Döner. Ja, ist das Zeug. War das richtig gut gemacht hier, der Döner. Meinen hier frisch gepressten Saft habe ich ja schon fast fertig. Auch lecker. Danach werde ich nochmal hier einen Ayran nochmal trinken. Der Teller, wunderbar. Wie heißt der Teller? Das ist ein Döner-Teller. Döner-Teller? Mhm. Lecker, lecker. Also lecker, mit ein bisschen mehr Fleisch, ne? Sonst ist noch ein bisschen Brot untergepackt, ne? Aber statt dem Brot ist eben mehr Fleisch. Schaut lecker aus. Ein bisschen mit Tomatensauce und Ketchup, ne? Wahnsinn. Oh. Cool. Ich liebe den Döner hier. Jetzt zum Abschluss Tee. Und Sennert hat sich nochmal Apfeltee bringen lassen. Will er nochmal probieren. Ich habe den ja zu Hause. Oh, ich trinke ihn gerne. Das Sennert kommt nicht ganz klar. Ja, ich versuche mal ein schönes Foto zu machen. Achso, Foto. Ja, ist nicht so einfach. Ja. Hey Leute, ja, falls euch gefallen hat, das war jetzt ein kleiner Besuch beim Rafsa nochmal. Vielleicht kommen noch ein paar Bilder vom Hafen noch dazu. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. Viele interessiert sich immer, was das kostet, ne? Und
Hier seht ihr jetzt 103 Lira, ne? Also Essen von Sennert und mir zusammen. Ist okay. Das sind jetzt, wir haben 1:9, ein bisschen drüber, ne? Das sind 11 Euro, ein bisschen über 11 Euro. Ne? Geht auch in Ordnung. Und der Sennert hat recht, ne? Hier, das kann man ja auch mal aufnehmen, ne? Hier, wie das Brot gemacht wird. Ne? Da ist der Backofen. Ja, hier wird und da holt das raus. Ah, das oh, Piedel. Ja, Piedel, Piedel. Mhm. Ja. Holz. Melana, Melana. Melana, bitte. Richtig cool. Also das ist hier beim Rafsa, ne? Aha. Also hier nochmal das Bild hier vom Rafsa, ne? Rafsa, die Restaurant, ne? Und Sennert hier, der spricht noch mit dem Bäcker da vom Rafsa. Also mit dem auf der Glocke hauen habe ich doch zu früh gesagt. Der Sennert hier drinnen, hier im Hafen, da in das Ding. Da stellen sich sonst mal die Hochzeitspaare rein und lassen sich fotografieren. Und die eitle Mädchen, ne? Die stellen sich da auch rein. So, wir sind jetzt hier im Hafen, ne? Und genießen hier das Bild mit den Schiffen. Es werden langsam wieder mehr. Und da hinten ist hier Balik Restaurant, ne? Balik Claire Lokali, ne? Guck mal hier, Balik Chila Lokali. Und da kann man preiswert Fisch essen. Also, da war ich auch schon öfter mal. Da sitzt man gut, gerade im Sommer, wenn abends schön warm ist und dann so zum Hafen reinschauen kann. Da kann man so richtig Hafenkino machen, ne? Und dann so die Schiffe ein- und auslaufen. Ist cool. Hier ist Starkraft, ne? Das soll richtig cool sein. Hier mit Schaumpartys und die Badehaltestellen und so, ne? Also ich habe schon einige gesprochen, die da mit verschiedenen Schiffen gefahren sind und die sagen ja hier, die Starkraft hat ihnen bis jetzt am besten gefallen. Ich bin selbst damit noch nicht gefahren, aber na, vielleicht wird es auch nochmal. Hier nochmal hier so ein Piratenschiff. Kinder lieben das ja, ne? Also wenn man mit Kindern hier Urlaub macht, die lieben es ja mit diesen Piratenschiffen zu fahren. Und die machen ja auch mal Schaumpartys an Bord. Also das wird mal richtig cool. Da drüben ist der Rote Turm. Und vorm Roten Turm hier am Hafen, da sind auch nochmal hier, ich glaube, mindestens zwei hier Fischrestaurants. Und im einen war ich da auch schon essen und da isst man auch gut. Und dann hier der Burgberg, ne? Der Burgberg. Das Wahrzeichen hier von Alanya, ne? Den Burgberg lieben ja auch die Leute. Einfach nur sehen, anschauen, ne? Das reicht ja schon. Und wenn man den Burgberg sieht von Weitem, wenn man hierher kommt, da weiß man, oh, Alanya ist nicht mehr weit. Ah, da muss hier Sennert natürlich von vorne filmen, ne? Da will Sennert gucken, ob der im Mannequin Piss auch wirklich einen kleinen Lümmel hat, ne? Der Sennert. Naja. Männigen Piss ist es ja nicht, aber finde ich schön, dass im Hafen hier überall so kleine Figuren stehen. Ne, da ist auch überall was. Da ist jetzt einer, der rausfährt. Ne? Der kommt rückwärts zurück. Und sowas mag ich immer, wenn man so sitzt im Fischrestaurant, so am Wasser. Und dann so ein bisschen Hafenkino. Ne? Das ist immer schön anzuschauen. Hier eine Frauen und Blumen hier so, ne? Das sieht man völlig selten. Ne? Einmal Blumen für dich, einmal Blumen für mich. Aber nur die Blumen, Herbert. Ja. Oh, ich weiß auch nicht. Ah, schön, schau mal diesen Blick an. Ich bin echt überrascht. Ja, ist auch hier herrlich hier. Wahnsinn. Der Bergblick da hinten. Ich bin auch immer wieder gerne. Ja. Ne? Jeden Tag muss ich nicht in den Hafen gehen, aber hier, ich bin immer wieder gerne hier und schau mir das an, bitte. Die Schiffe und so. Und das ist auch schön zu wissen, hier, man wohnt hier und der Hafen ist nicht weit weg. Man kann hin zum Hafen, wenn man will, ne? Ach, all die schönen Damen. Hier sind so viele, ne? Und jetzt, weil hier sind auch mal Urlauber, ne? Eine hübscher wie die andere. Schön. Na. Aber jetzt, ne? Hier
jetzt passt das. Zum Abschluss, ne? Daumen hoch, Abo dalassen und einen auf die Glocke hauen.